Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Man sieht euch schlecht, aber ich glaube, es sind ganz schön viele. Hier soll es jetzt gehen um Wirtschaft ohne Wachstum, Fragezeichen. Denn das Wirtschaftsmodell, nach dem wir derzeit leben, basiert auf immer weiterem Wachstum und damit dem Verbrauch von Ressourcen und dem Raubbau an unserem Planeten. Und Studien haben immer wieder einen eindeutigen Zusammenhang nachgewiesen zwischen Wirtschaftswachstum und dem Anstieg der CO2-Emissionen. Und wir wissen, dass wir da runter müssen. Und die Frage ist, ob das auch bedeutet, dass wir unser Wirtschaftsmodell grundsätzlich überdenken. Wir in Deutschland stoßen aktuell über 11 Tonnen pro Person und Jahr aus, im Durchschnitt. Und klimaverträglich wäre ein weltweiter Pro-Kopf-Ausstoß von unter einer Tonne. Das heißt, da muss sich was sehr Grundlegendes tun. Und wir wollen hier heute deshalb über die Frage diskutieren, wie grundlegend sich unsere Wirtschaft ändern muss und vor allem auch, wie wir als Gesellschaft schaffen, dorthin zu kommen. Und dafür begrüße ich jetzt ganz herzlich einmal Daniela Gottschlich. Sie war auch mal hier an der Uni und lebt in Lüneburg, wie ich gerade erfahren habe. Und heute ist sie Professorin für Nachhaltigkeit und Gesellschaftsgestaltung an der Cusanus Hochschule in Koblenz. Herzlich willkommen. Und unser zweiter Gast ist Olaf Band und er ist Vorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz des BUND. Herzlich willkommen. Eigentlich sollte hier noch Nico Pech sitzen, den wahrscheinlich viele von euch kennen. Er ist einer von Deutschlands bekanntesten Wachstumskritikern. Er ist jetzt heute leider verhindert. Ich versuche so ein bisschen seine Position hier mit einzubringen. Genau. Vielleicht fangen wir einmal damit an, zu sagen, was ist eigentlich Wachstum? Wie definiert ihr das? Was versteht ihr darunter? Habt ihr den gleichen Wachstumsbegriff? Na, Wachstum ist für uns im BUND sozusagen das immer weitere Ansteigen des Bruttoinlandsproduktes jetzt für Deutschland, also immer höhere Werte und Umsätze werden geschaffen, ganz egal wofür jetzt erstmal. Und das ist die ganze Wirtschaft, die Gesellschaft ist darauf abgestimmt, tatsächlich höhere Umsätze und höheres BIP zu erzeugen. Und um letzten Endes sozusagen Gehälter wachsen zu lassen, Renten wachsen zu lassen, Konsum wachsen zu lassen und damit, das ist ja die Theorie des Wachstums, Wohlstand zu schaffen für Menschen, ganz kurz gesagt. Daniela? Ich kann da gleich einsteigen. Das BIP, das Bruttoinlandsprodukt, wird schon seit den 90er Jahren als ein nicht besonders sinnvoller Indikator für Nachhaltigkeit in einer Gesellschaft gesehen. Und deswegen fand ich den Titel zwar catchy und provokativ, aber auch verengend, weil wir dann über monetäres Wachstum, ja oder nein, und wir sind uns da sehr einig, dass das BIP kein guter Indikator ist, diskutieren. Aber dass es deswegen ja wichtig wäre, zu gucken, wie sind wir denn zu einer Wirtschaft gekommen, die so grundlegend Zerstörung existenziellen Ausmaßes zeitigt. Es ist ja völlig klar, Business as usual, so wie es jetzt ist, kann so nicht weitergehen. Und wenn wir ökologische Grundlagen zerstören und bezahlte und unbezahlte Arbeit vernutzen. Und deswegen wäre dann aber auch die Frage, haben wir eine Idee davon, wie wir in die Krise gekommen sind und eine Idee davon, wo wir hinwollen. Und ich freue mich, dass wir über diese Vision auch sprechen, weil dann sind wir den Elefanten im Raum, den ich das Wachstum jetzt mal nennen würde, auch ein Stück weit los, weil wir dann über Fragen von Gesellschafts- und Wirtschaftsgestaltung und Gestaltung von gesellschaftlichen Naturverhältnissen sprechen können. Ola, vielleicht ganz kurz dazu, gibt es Modelle oder gab es in der Geschichte, wo Wirtschaft funktioniert hat, ohne dass Wachstum eine Rolle gespielt hat? Ja, die Geschichte, die man immer wieder erzählt, ist, und Elena Ölström hat ja dafür den Wirtschaftsnobelpreis bekommen, diese Bewirtschaftung einer Dorfwiese, also eines Gemeinschaftseigentums in einem Dorf. Ja, und das gibt es ja auch heute noch, wo die Dorfbauern sozusagen ihr Vieh draufgetrieben haben. Und da kann man dann sagen, kann man versuchen, und das wäre Wachstum, ach, da stellen wir doch jede Menge mehr Rinder oder Schweine drauf, weil dann haben wir mehr Fleisch und mehr Einkommen, können mehr verkaufen. Und wenn man das richtig macht, die Grenzen richtig setzt, dann kommt es dazu, dass die Dorfwiese zerstört wird, dass dieses Gemeinschaftseigentum wegfällt. Und im Prinzip geht es sozusagen, und
und Ohlström hat sozusagen diskutiert, wie kriegt man das eigentlich hin, wie macht man in gegebenen Rahmensetzungen, wie schafft man es wieder sozusagen, und solche Systeme funktionieren übrigens an vielen Stellen auch heute noch, zum Beispiel Wohngenossenschaften, ja, leben eigentlich davon, dass sie nicht wachsen, sondern dass sie den Menschen, in denen sie wohnen, preisgünstiges Wohnen, in gemeinschaftliches Wohnen zur Verfügung zu stellen. Ich selber wohne in einem großen Wohnprojekt mit 100 Erwachsenen, 60 Kindern, und wir sind stark davon getragen, sozusagen wohnen zu können und gleichzeitig für die Zukunft eine Alterssicherung zu haben, dass die Menschen da dauerhaft ohne Kosten- und Mietsteigerungen wohnen können. Das sind solche Modelle, also das war nicht nur früher, das gibt es immer noch, nur sobald es größer wird, in größere Maßstabe, dann geht das Wachstumsdenken sozusagen mit Gemeinschaft, mit Staaten, Unternehmen oft durch und dann ist es nicht mehr nachhaltig, sondern umweltzerstörend. Daniela, du hattest eben schon gerade angesprochen, die Frage, wie sind wir da eigentlich hingekommen, vielleicht von diesem Gemeinschaftsgedanken, den es mal gab, zu der Wirtschaft, die wir global heute haben. Was ist passiert? Genau, die Frage nach der Krise, ne? Warum, wie sind wir da eigentlich hingekommen? Und da gibt es unterschiedliche Antworten dazu. Und eine Krise oder ein Grund für die Krise liegt im Wirtschaftssystem selbst. Also wenn wir gucken, wie Industriekapitalismus und Finanzkapitalismus organisiert sind, dann geht es um dieses schneller, weiter, mehr. Da geht es um Kapitalakkumulation und ohne Rücksicht auf Verluste. Es ist sozusagen sozial und ökologisch blind, diese Marktlogik, die wir dort haben. Und die Idee von was Wirtschaften ist, ist nicht eine, die eingebettet ist, was ja eine Leugnung von Realitäten ist. Also wenn wir sagen, Wirtschaft ist Teil von Gesellschaft, ist Teil von einem ökologischen System, dann sind wir unmittelbar miteinander verbunden. Dieses ökonomische Verständnis denkt aber Ökonomie als Durchflussökonomie. Für die Produktion brauche ich Rohstoffe, die hole ich aus Natur. Dabei entstehen Emissionen, die leite ich in Natur als Senke. Da wird nicht darüber nachgedacht, wie Naturproduktivität wiederhergestellt wird. Also das, was ich raushole, auch wieder erneuert wird. Denkt nicht über Zeiten nach, hat kein Maß getrieben von dieser Gewinnorientierung über Konkurrenz, über Marktlogiken und zerstört darüber sowohl ökologische Grundlagen, weil nicht über Regeneration nachgedacht wird, zerstört aber auch, und das hängt, da hängen ökologische Krise und soziale Krise zusammen, Menschen, also die ausgebeutet werden, deren Arbeitskraft vernutzt wird, und überfragen dann also von ökologischer und sozialer Gerechtigkeit als Antwort auf diese lineare Durchflussökonomie hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit nachhaltigen Wirtschaften. Da braucht es genau diese Veränderung, um diese Gewinnorientierung ohne Rücksicht auf Verluste zu stoppen. Jetzt merken wir gerade aktuell ganz besonders, wie stark abhängig wir von Ressourcen sind. Vielleicht viele zum ersten Mal. Wir haben wieder Krieg in Europa und auf einmal heißt es Energiekrise und wir fragen uns, okay, wie kann es eigentlich weitergehen? Sind wir jetzt unfreiwillig schon in so einem Postwachstum angekommen? Ja, tatsächlich unfreiwillig. Das, was die Postwachstumsbewegung ja eigentlich will, ist Postwachstum, Degrowth mit Plan, also einen stetigen, geplanten, gesteuerten Transformationsprozess. Jetzt findet die Growth by Disaster statt, also tatsächlich ungesteuert. Ja? Und wir merken ja auch genau das, was das mit Wirtschaft, aber auch mit Menschen macht. Sie haben Panik, sie haben Angst, sozusagen, ob es nächsten Winter noch genug Gas oder Strom gibt. Und es gibt Abwehreffekte. Sie hören, es gibt keine rationale Argumentation mehr über, macht es wirklich Sinn, 2 Atomkraftwerke oder 2,5 noch laufen zu lassen, sondern alles, was irgendwo gesucht wird, um diese vermeintliche Gefahr abzudecken, die ist natürlich da, aber die rational betrachtet würde man das anders beantworten, als es jetzt in dieser wirklich absolut krisenhaften Situation ist, wo Sachargumente dann bei diesem Degrowth by Disaster keine Rolle mehr spielen oft. Mhm. Vielleicht als Ergänzung, also wir haben es ja nicht nur über den Angriffskrieg von Russland in der Ukraine, sondern wir hatten es vorher schon bei Covid. Also wir haben die Verletzlichkeit von Weltwirtschaftsstrukturen, also die Vulnerabilität gesehen. Da stellt sich ein Frachtschiff quer im Kanal und wir haben ein Meme, die Ever Given, und plötzlich sind da Wege blockiert. Es kommt nichts mehr an. Einzelne Länder machen die nationalen Grenzen dicht. Das heißt, was wir erlebt haben in den letzten Jahrzehnten, diese unglaubliche Beschleunigung, die aus
also Vertiefung von Weltwirtschaft ist, und das merken wir deutlich, und das ist erstmal gut, das wahrzunehmen, sichtbar zu machen, ist krisenanfällig. Und wenn wir das als krisenanfällig sehen, steckt darin aber natürlich auch ein Kern für einen Ansatzpunkt, nämlich eine Deglobalisierung und eine Re-Regionalisierung. Und zwar im Sinne einer Weltoffenheit und nicht im Sinne von nationalistischer Abschottung. Also genau in dieser Verletzlichkeit liegen dann sozusagen auch Antworten für Ansatzpunkte. Genau, da wollen wir hinkommen. Vielleicht jetzt einmal, also die Frage ist, wie kommen wir aus diesen Krisen wieder raus? Und dass es so wie bisher nicht weitergehen kann, dass dieses Verständnis entwickelt sich ja auch gerade und es entwickelt sich auch in der Wirtschaft. Und deswegen gibt es das, was jetzt als Green Economy irgendwie groß bekannt ist, diesen Versuch eigentlich Umweltschutz und trotzdem Wirtschaftswachstum auf eine gewisse Weise zu verbinden oder eben die Umweltzerstörung zu entkoppeln. Und Nico Pech, der jetzt eben nicht da sein kann, der sagt, ne, das geht gar nicht sozusagen. Also solange es Wachstum gibt, wird es auch immer Umweltzerstörung und Ressourcenausbeutung geben. Daniela, wie siehst du das? Ich würde Nico bezogen auf die Gesamtsumme der Rohstoffe recht geben. Ich kenne keine Studie, die mir zeigen kann, dass diese Entkopplung funktioniert, aber wir können natürlich sehr wohl in Teilbereichen entkoppeln. Und das ist auch wichtig, dass wir das gemacht haben, dass die gesamte Diskussion, die wir über Effizienzstrategien führen. Also wenn wir jetzt nur noch mal LED-Leuchten nehmen, die verbrauchen ein Zehntel von Glühbirnen, die wir vorher hatten. Das ist super. Das ist ein Stück einer Entkopplung von Ressourcenverbrauch und dem, was wir wollen, nämlich Licht. Und gleichzeitig kommt es bezogen auf CO2-Strategien aber an die Grenzen. Von daher hat da Nico völlig recht, auch wenn er nicht hier ist, dass Entkopplung auch zu diesen Märchen gehört, die erzählt werden, um in bestimmten Handlungslogiken und Praktiken zu bleiben. Und immer wieder mit dem alten, jetzt im neuen Gewand des Grünen, die gleichen Muster aufrechtzuerhalten. Das heißt, es geht nur bis zu einem gewissen Punkt. Genau, und es möglicherweise gibt es uns auch Zeit. Ne? Also sozusagen, wir gewinnen etwas Zeit, indem wir von fossilistischen Energien, von denen wir her weg müssen, ohne Frage. Ne? Wir müssen in eine postfossilistische Gesellschaft. Und da ist Green Economy ein ganz wichtiger Teil. Also ich würde niemals sagen, das brauchen wir nicht. Aber es ist nicht ausreichend. Also technische Lösungen sind nicht ausreichend. Das heißt, E-Auto statt Verbrenner, das bringt noch nichts. Wir haben als BUND für die Automobilwirtschaft in Baden-Württemberg eine Studie gemacht und haben gesagt, wie schafft diese Automobilwirtschaft, Mercedes, ja, es eigentlich die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen in drei Szenarien. Einerseits so das klassische Green Economy, komplette Umstellung auf Elektrofahrzeuge, dann auch Carsharing mit dabei. Die Ergebnisse des Rechnens über 30 Jahre führen dazu, das wird nicht funktionieren. Also wir haben trotzdem einen so hohen Ressourcen- und Energieverbrauch, dass die Ziele nicht erreicht werden. Die erreichen wir nur, wenn wir Mobilität, Entfernung zum Beispiel zwischen Wohnen und Arbeiten insgesamt reduzieren und wenn wir diese Strecken, die dann noch zurückzulegen sind, mehr mit öffentlichen Verkehren bedienen und. Also steckt ganz viel drin, aber das hat uns gezeigt, dieses Green Economy, auch die LED-Lampen zum Beispiel, das hat ja dazu geführt, das wird billiger, Beleuchtung, Helligkeit im Raum, ja, und was führt dazu, dass Menschen in den Räumen mehr LED-Lampen installieren. Rebound-Effekt ist es und man verbraucht am Ende dann doch wieder mehr und das löst sozusagen, verhindert diese Effizienzeffekte, die rein in der Technik da wären. Man müsste sozusagen eigentlich diesen Wandel zu, da ist es dann auch wieder, okay, das ist billiger, dann kann ich mehr Licht machen und es ist dieses typische Wachstums- und Steigerungsdenken und das ist das Problem dabei. Wenn wir das nicht überwinden, werden wir sozusagen nicht von der Umweltzerstörung wegkommen. Haben wir jetzt gerade bei Energie, wir wissen alle, wir brauchen die Energiewende, da muss jetzt schnell was passieren, schneller als das aktuell der Fall ist. Nehmen wir jetzt mal die Windkraftbranche, da würden wir doch denken, die muss jetzt erstmal wachsen, oder? Tatsächlich ist das auch so, die muss massiv wachsen, auch Photovoltaik, Erzeugung aus erneuerbaren Energien, aber die Naturkonflikte sind ja schon da. Also wenn es diesen Streit gibt, zum Beispiel dürfen wir Windkraftanlagen in Wälder bauen, ja, da merkt man dann schon genau,
Und im Prinzip sagt das auch jede Studie der Energiewende in Deutschland. Wir werden die vorhandenen Energieverbräuche, die wir jetzt haben, nicht mit erneuerbaren Energien darstellen können, nicht nachhaltig darstellen können. Dann müssten wir eine solche Intensität von erneuerbaren Anlagen in die Fläche bringen, dass wir Naturlandschaften, Naturräume, Biotope, Wälder als sozusagen Überlebenssäule und Lunge für den Klimaschutz würden wir nicht mehr erhalten können. Deswegen sagen diese Studien alle, wir müssen 50% von den Energieverbräuchen runter. Und das ist sozusagen 50% bis 2040, 50. Ja, das ist relativ viel, sehr, sehr viel, ja. Weil im Moment wachsen oft die Verbräuche ja eher noch. Hat auch damit zu tun, und das sagt auch jeder, ja, das Energiereduktion ist wichtig, aber Politik auch, da gibt es Ziele, aber es wird nicht umgesetzt. Also in den letzten Jahrzehnten, wenn wir das umgesetzt hätten, wenn wir die Effizienz und die absolute Reduktion von Energieverbräuchen in den letzten 30 Jahren wirklich umsetzungsorientiert adressiert hätten, hätten wir jetzt nicht diese Krise, wie wir so erleben. Und ein Beispiel, ein großes Rad, was im Moment auch scharf in der politischen Debatte ist, ist die Sanierung alter Wohnungsbestände. In den zwei schlecht gedämmtesten Gebäudeklassen in Deutschland können wir jeweils um die 80% Energie sparen für das Heizen, das ist Erdgas im Wesentlichen, ja, und könnten damit auch Menschen, die da wohnen, die nämlich in der Regel wenig Einkommen haben, massiv entlasten, wenn man das richtig machen wird. Aber selbst das grün geführte Ministerium im Moment sagt, na, das dauert zu lange, wir haben keine Arbeitskräfte, und das ist so eine ewige Story, alle sagen, es ist gut, aber es wird nicht umgesetzt, und das ist im Moment der politische Kampf, dass das doch durchgesetzt wird. Vielleicht nochmal als Ergänzung dazu. Wenn wir zu 100% regenerativen Energien wollen, dann ist es wichtig, genau wie Olaf das gerade gesagt hat, nicht anzunehmen, dass regenerative Energien unendlich sind, sondern dass die auch einen Preis haben. Also es wurde Landschaftsveränderungen, Orte, wo sie aufgestellt werden, der Rotmilan, den kennen viele vielleicht, und Konflikte mit Windenergie. Aber es ist nicht nur eine Frage von nationalen Konflikten, die wir haben, sondern es ist auch eine Frage von globaler Gerechtigkeit. Denn auch die Ressourcen, die wir für genau die Dinge brauchen, die regenerative Energien erzeugen oder die wir für Akkus brauchen, Lithium, das sind seltene Erden, die müssen irgendwo herkommen, die werden abgebaut unter Bedingungen, die menschenwürdiger Arbeit ganz häufig nicht entspricht und die auch zu ökologischen Verwüstungen führen. Ich habe vor 3 Wochen darüber einen Vortrag gehalten, was passiert, wenn in Lateinamerika Kupferminen, Megamining-Projekte sind. Ne? Kupfer werden wir überall brauchen für den gesamten Bereich von erneuerbaren Energien. Da sind Abbauflächen ungefähr so groß wie die Stadt Lüneburg. Die hat 70 Hektar, das sind 50 Hektar, die damit einfach verschwinden. Endemische Arten, indigene Gemeinschaften, die weichen müssen. Das heißt, wir müssen uns fragen, wer zahlt den Preis auch für den Green New Deal, auch für die Green Economy, wenn wir weiter auf diesem Wachstumspfad bleiben und nicht, wie Olaf das gerade gesagt hat, mindestens 50% einsparen, weil wir dann auch gucken können, schaffen wir es mit Kupferrecycling, schaffen wir es mit anderen Techniken und nicht ständig auf Kosten anderer leben in Ländern des globalen Südens und auf Lasten und zu Kosten von Natur. Wir wollen jetzt mal... zu der Vision kommen. Also wo wollen wir denn hin und wie grundlegend muss sich denn jetzt was ändern, damit wir eben aus diesem Zyklus rauskommen? Olaf, was brauchen wir dafür und wie stellst du dir das vor? Na, für uns sind es 4 Säulen. Das eine ist das technologische Energieverbräuche reduzieren, Rohstoffverbräuche reduzieren, das war ja schon gesagt, Flächenverbräuche reduzieren, das ist bekannt. Das zweite, um das auch hinzukriegen, so eine Entwicklung der Gesellschaft, der Wirtschaft in so einem Postwachstumsstadium, ist die Frage der Gemeinwohlorientierung und der Gemeingüter. Ich fange mal nochmal an mit dieser Dorfwiese sozusagen, das nicht zu übernutzen. Das geht ganz wesentlich auch in Systemen, wo Menschen sozusagen darauf achten, wie das geht und selbst beteiligt sind, also raus aus der Konsumentenposition kommen, sondern selbst zum Beispiel Energie erzeugen können. Und das ist eine große Debatte in der Energiewende, dass Menschen erlaubt sein muss, aus Sonne und Wind selber Energie zu produzieren, zu verkaufen und gemeinsam zu nutzen. Das geht im Moment nämlich
natürlich nur sehr schwer. In der Photovoltaik ist es jetzt erleichtert worden mit Bürgerenergie, aber so ist Energiewende zum Beispiel mal entstanden. Anderes Stichwort ist Wohnungsgemeinnützigkeit, also Genossenschaften, Wohnprojekte. Mietshaussyndikat ermöglicht Menschen, gemeinsam Wohneigentum zu schaffen in Gemeinschaften und nicht allein für privaten Besitzer. Und in so einem Augenblick machen wir Gesellschaft, wenn wir das größer skalieren, das sind im Moment soziale Experimente, Pioniergeist steckt da drin, aber wenn wir das ausweiten und skalieren, solche Fragen, ja, dann führt das zu einer stärkeren Resilienz und Wachstumsunabhängigkeit der Gesellschaft. Menschen, die in ihren eigenen Wohnprojekten in Genossenschaften leben, werden unabhängiger von der staatlichen Altersversorgung, von staatlichen Transferleistungen als Beispiel. Und das ist so ein zweites Moment. Dann dritter Punkt ist Demokratie stärken. Das, was die Gesellschaft produziert und konsumiert, muss demokratischer diskutiert und entwickelt werden. Es gibt die Debatte um Bürgerräte, Frage, welche Rolle spielen dabei Volksabstimmungen, aber auch zum Beispiel Mitbestimmung, Partizipation bei Planung von Gewerbegebieten, Industriegebieten oder auch, wir sind im engen Austausch als BUND mit Gewerkschaften, Mitbestimmung in Unternehmen. In der erneuerbaren Branche zum Beispiel wurde in den letzten Jahrzehnten viel Gewinne gemacht. Ja, es hat ja im Sommer hat einer Konkurs angemeldet in Ostdeutschland, ein großes Rotorunternehmen. Ja, die haben Gewinne gemacht mit den deutschen staatlichen Subventionen und haben die dann sozusagen, jetzt sind nach China gegangen, haben die da investiert. Ja, und das ist so ein Punkt, wo die Gewerkschaften sagen, wir wollen Einfluss auf so einen sozialen und ökologischen Transformationsprozess haben. Ganz, ganz wichtig. Und vierter Punkt ist, wir werden das alles nur hinkriegen mit diesem, der BUND hat in den 90er Jahren mal so eine Studie vorgestellt, auch zu so einer Transformation. Wir haben gesagt, gut leben statt viel haben, als Leitbild. Ja. Das funktioniert aber aus dieser Konsumfalle sozusagen rauszukommen, das funktioniert nur, wenn ich andere Werte entwickle, im Miteinander, in Gemeinschaften Räume schaffen, ganz konkret auch in Städten Räume schaffen, die werbefrei sind zum Beispiel, wo man wieder leben kann. Das sind so Beispiele dafür, oder wo man auch mobil sein kann und nicht von Autos bedrängt wird. Große Frage von, wie stärke ich denn Fahrrad- und Personenverkehr, Fußverkehr wieder in Städten, wie mache ich Räume, aber auch möglich dort wieder zu leben und auf der Straße zu sein, ohne sozusagen ständig Angst vorzuhaben, einen Unfall zu riskieren. Und das ist eine ganz wichtige Säule und das wäre wahrscheinlich Nico Pech, auch diese kulturelle Veränderung, diese Lebensstile anders leben zu können, ohne ständig von Konsum abhängig zu sein. Das ist ein großer Punkt, der sozusagen aber auch am Ende politische Rahmensetzung braucht, dass das gelingt. Daniela, müssen wir uns unser Leben ganz anders vorstellen oder ist es nur alles ein bisschen auf kleinerer Ebene? Also das Vorstellen ist ganz wichtig und gerade bei Konferenzen wie dieser, wo wir in so vielen Workshops irgendwie sind, verschiedene Maßnahmen hören. Ne? Auch gerade haben wir sowohl Visionen als auch Maßnahmen, wie wir dahin kommen können, von Olaf gehört. Und dieses Innehalten und mich selbst zu fragen, in was für einer Gesellschaft will ich leben, finde ich ganz wichtig, weil darüber brauchen wir eine gesellschaftliche Debatte. Und ich kann es für mich beantworten. Ich würde gerne in einer solidarischen Gesellschaft leben, in der genug für alle da ist. Und genug für alle und ein gutes Leben meint dann genug an Nahrung, an Wasser, an Zugang zu Bildung, zu Gesundheit, zu bezahlbarem Wohnraum, aber auch zu sinnstiftenden Tätigkeiten, zu politischer Teilhabe und zu einer Bedürfnisbefriedigung, die dann nicht irgendwie der SUV ist, sondern diese Frage nach Bedürfnissen so stellt, was macht denn Lebensqualität für uns aus? Also in Beziehung sein, Anerkennung, Sicherheit, Zufriedenheit. Also das ist ja nicht eine Wertedebatte, die wir noch erst führen müssen, sondern wenn wir uns fragen, was ist für uns ein gutes Leben, dann, wenn wir Murmelgruppen hier machen würden, würden ganz viele von diesen Dingen, die wir brauchen für eine sozial-ökologische Transformation, ganz zu oben stehen, was für uns Lebensqualität ist. Und genau diese Frage nach Identität, Kreativität und Muße, die müssen wir erfüllen. Und das schaffe ich nur in einer Gesellschaft, die die sozialen und ökologischen Grundlagen nicht zerstört. Das heißt, ich muss Wirtschaft so planen, dass sie immer sowohl die Abbauprozesse, Rückbauprozesse mit einbezieht. Ich muss mich ganz aktiv kümmern darum.
Und zwar so, dass es nicht auf Kosten anderer geht. Das haben so viele vor mir schon gesagt. Ich bin nicht die Erste, die das auf einem Podium sagt. Aber das ist ausgesprochen wichtig für die sozial-ökologische Transformation, wenn sie gerecht sein soll. Und es braucht dafür eine Gesellschaft, die ganz aktiv diese Krise angeht, die wir jetzt haben, und sie nicht immer wieder ignoriert. Also die Welt brennt. Das sagen uns gerade jüngere Menschen immer wieder. 30 Millionen Menschen haben in diesem Sommer in Pakistan ihr Zuhause verloren. Also da immer zu sagen, wir brauchen noch und wir haben Zeit, die haben wir nicht. Es kostet Menschen jetzt schon das Leben. Und das heißt, wenn wir die Vision entwickeln, dann müssen wir dieses Ganze in den Blick nehmen. Hier bei uns das Ganze der Arbeit. Wenn ich anfangen will, genau weniger zu verbrauchen, brauche ich dafür auch Zeit. Wir haben aber in einer Gesellschaft, die nicht nur auf Wachstum, sondern vor allen Dingen auf bezahlte Arbeit, auf Erwerbsarbeit setzt, sehr wenig Zeit für Eigenarbeit, für Care, für zivilgesellschaftliches Engagement. Das ändert sich dann auch im Leben. Im Studium geht es manchmal noch in den jüngeren Rahmen und dann fängt diese Tretmühle an. Und keine Möglichkeit zu haben, herauszutreten, um Gesellschaft zu gestalten, ist ein fundamentales Problem. Also andere Konzepte von Arbeiten, die zu einem anderen Wirtschaften gehören. Vielleicht an der Stelle, du hattest vorhin auch schon angesprochen, okay, wie gesagt, vielleicht müssen wir uns aus Abhängigkeiten befreien, vielleicht die Globalisierung zurückdrehen. Geht es vor allem darum, wie gesagt, auf eine geringere Ebene wieder zurückzukommen und mehr in seiner kleinen Bubble sozusagen zu leben? Re-Regionalisierung ist ein ganz zentraler Punkt und ich würde sagen, es ist vielleicht keine Bubble, weil sonst sind wir manchmal auch bei dieser Nischendebatte, aber trotzdem ist es, manchmal kommt es einem vor wie eine Bubble und dann ist immer unsere Frage nach Upscaling. Aber wenn wir überlegen, wir haben verschiedene Nischen, wir haben verschiedene Bubbles, wir haben verschiedene Regionen, dann kommen wir zu so einer Idee, die in Degrowth ganz stark gemacht wird, nämlich zu so einem myzelartigen Netzwerk, das Knotenpunkte hat. Ich habe ein Forschungsprojekt, ich bin an einem Forschungsprojekt beteiligt, das in drei Transformationsfeldern, nämlich im Bereich Energiewirtschaft, Landwirtschaft und Waldwirtschaft, sich mit avantgardistischen Akteuren beschäftigt. Und avantgardistisch nennen wir sie, weil sie jetzt im Hier und im Heute schon Dinge anders machen. Und was machen sie anders? Sie arbeiten nämlich beziehungsorientiert. Sie wollen gar nicht unbedingt die Solawis, die ich interviewt habe, die wollen gar nicht größer werden, sondern wir haben gesagt, es ist super, wenn woanders auch eine Solawi entsteht. Also kurze Wege. Es geht dann um Austausch, um Wissen, um Treffen, um all das. Aber das unmittelbare Organisieren des Alltages, das braucht, und das betont mein Kollege Lars Hochmann immer, das braucht auch Nähe. Also Verantwortung kommt durch Nähe. Und diese Beziehungsökonomie, die ist zentral für sozial-ökologische Transformation. Olaf, inwieweit geht es darum bei dieser Debatte auch um Fragen von Gerechtigkeit? Naja, generell werden wir diese ökologische Transformation nicht hinschaffen, wenn sie ein Projekt für Eliten bleibt, die sich das leisten können. Also zum Beispiel war eben das Beispiel Gebäude, Mietwohnungen dämmen, um die Energieverbräuche zu reduzieren, ist im Moment, und damit, das ist eine zentrale Maßnahme des Klimaschutzes, ein Kampfbegriff für viele Mieterinnen, weil sie mit dieser energetischen Sanierung, so wird sie genannt, aus ihren Wohnungen getrieben werden, weil sie im Moment so gestaltet wird, dass am Ende die Mieten steigen und nicht sinken, sozusagen, weil, obwohl der Energieverbrauch sich ja reduziert. Und das ist eine Riesengefahr, weil wenn das so bleibt, werden wir scheitern mit dieser ökologischen Transformation, wenn das nur die Reichsten jeweils können, die ja sozusagen, und das muss man ja dazu sagen, im Moment schon relativ sehr viel Energie verbrauchen, sowieso als Menschen mit wenig Einkommen. Und deswegen haben wir schon jetzt in 2020 eine Kooperation mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband angefangen und haben zur Bundestagswahl 2021 so eine Zukunftsagenda rausgegeben, wo wir in allen Feldern der ökologischen Transformation geguckt haben, wie geht es denn im Miteinander? Wie geht es denn sozial, gerecht, ökologisch voran? Die haben der Paritäter als großer Dachverband, als Sozialverband sagt zum Beispiel, Lebensmittelpreise, ja, das war so ein, wenn wir wirklich ökologisch nachhaltig wirtschaften in der Landwirtschaft, heißt es eigentlich steigende Preise, weil die deutsche Landwirtschaft kann nicht mit Weltmarktpreisen konkurrieren, in dem, was wir uns wünschen.
Und dann hat der Paritäter gesagt, und das war zum Beispiel, wurde uns auch immer vorgeworfen von den Parteien im Bundestag, ihr macht da ein Elitenprojekt, so. Und dann hat der Paritätische Wohlfahrtsverband zum Beispiel gesagt, nein, es muss möglich sein, Menschen aus allen sozialen Schichten eine gute, gesunde, ökologische Ernährung abzusichern. Das darf nicht an der Landwirtschaftspolitik scheitern, sondern dann, dass deren Forderung ist dann, und das haben wir dann gemeinsam gemacht, also ökologische und soziale Forderung, dass die sozialen Transferleistungen, Grundsicherung so angepasst werden muss, dass ökologische Ernährung für alle da ist. Das ist so ein Beispiel. Und erst dann können wir wirklich miteinander reden, also auch bei der Sanierung. Wir haben vor 2 Wochen eine Demonstration, mehrere Demonstrationen bundesweit gemacht, sozial gerecht durch die Krise, ja, da ging es genau darum, Gewerkschaften, Sozialverbände, Umweltverbände, BUND, wie geht das denn? Ne? Und da waren viele Leute, die gesagt haben, wie geht das denn, wie soll ich denn jetzt noch irgendwie meine Gebäude, mein Haus, also meine Mietwohnung warm halten, wenn diese Preise so steigen? Und das ist ja so eine große Frage für diesen Herbst. Und das ist so ein Beispiel, dass dieser, da gehen wir vom Leitbild dieser sozialen und ökologischen Transformation aus. Und es ist ja das eine sozusagen zu sagen, okay, wir dürfen da niemanden zurücklassen und das muss für alle irgendwie möglich und erschwinglich sein. Und die Frage, wie deckeln wir das nach oben? Also wie gesagt, dieses Streben nach immer mehr Quadratmetern Wohnraum zum Beispiel, was ein Riesending ist in Deutschland. Müssen wir das begrenzen? Müssen wir sagen, okay, jeder darf bis zu diesem Niveau sozusagen seinen Wohlstand mehren und dann ist Schluss? Das ist eine spannende Debatte. Wir haben als Umweltverband in den letzten Jahren immer gesagt, das muss sich über wahre Preise richten, also über ökologische Steuern, die sozusagen Energie, Rohstoffverbrauch oder Flächenverbrauch besteuern, und dann wird es schon hinkommen. Wir müssen zumal in diesem Jahr wieder konstatieren, dass dieses Modell von der Politik nicht besonders geliebt wird. Also diese ökologischen Steuern setzen sich nicht wirklich durch, weil sozusagen es gibt massive Widerstände. Deswegen glauben wir schon, dass wir in eine Debatte rein müssen, eine Grundbedürfnisse abzusichern, also zum Beispiel jetzt in der Diskussion um Energiepreisdeckel, dass wir sagen, also ein gewisses Kontingent von Energie muss für alle bezahlbar sein, gegebenenfalls dann sozusagen, wer Luxusverbräuche hat und sein Swimmingpool beheizt, da sagen wir, dann muss man noch mehr, da brauchst du dann höhere Preise, da kann das vielleicht noch funktionieren, aber man merkt es. Und gleichzeitig kommt man schon auch in Gedanken rein, wir müssen eigentlich absolute Grenzen setzen im Energieverbrauch, in Rohstoffverbrauch und Flächenverbrauch. Wenn man das weiterdenkt, dieses Konzept von absoluten Grenzen, nicht nur über die Energie- und CO2-Emissionen hinaus, kommt man am Ende ja auch dazu, wie viel Flächen darf denn eine Gemeinde noch ausweisen für neuen Wohnraum? Und dann kommt man schon in eine Debatte, in eine Budgetdebatte, und sich fragen muss, na, wo habe ich denn jetzt noch den Platz, um Menschen neue Wohnungen zu geben? Das heißt dann Verdichtung. Also das ist sozusagen mit den Preisen scheint mir und uns nicht im Moment die letzte Antwort, sondern man muss da Modelle finden, wenn man die absoluten Grenzen des Planeten definiert hat, was das eigentlich für Industrie, also auch für Energieverbrauch und Ressourcenverbrauch eigentlich heißt. Weil wir können nicht so tun, als ob wir über Recycling und unendliche erneuerbare Energien, die es nicht gibt, so das alles lösen. Die EKP, der jetzt ja nicht da ist, sagt ganz klar, okay, wir müssen unseren Lebensstandard senken. Wie seht ihr das? Also das ist natürlich eine schwierige Debatte zu sagen, okay, wir müssen von dem, wo wir jetzt sind, wieder runter, und da wird es viel Widerstand geben und das ist nichts, was man einfach von oben durchsetzen kann. Wie kommen wir da hin? Und Daniela, sagst du, dem stimmst du zu oder kann jeder so weiterleben wie bisher? Na, ich glaube, wir müssen da genauer hingucken und uns auch dafür hüten, dass wir die gesamte Debatte als auf eine individuelle Ebene, Verzichtsebene führen. Wenn ich finde, wir können auch gucken, wo haben wir gebaute Umwelt, die dem Flächenverbrauch zum Beispiel widerspricht. Und dann können wir gucken, dass es nicht eine Freiheit für Überverbraucherinnen gibt,
sondern eine Freiheit für diejenigen, die ich als MinderverbraucherInnen bezeichnen würde. Ich mache das mal ganz konkret am Beispiel Mobilität. Also wenn ich mir anschaue, wie viel Fläche versiegelt wird für Straßen, für den Ausbau von Flughäfen, von Autobahnen, dann kann ich sagen, ja, da brauche ich eine Deckelung. Da brauche ich ganz klar Verzicht. Da brauche ich regulatorische Maßnahmen, das weniger zu tun. Da muss ich Parkraum freigeben, da muss ich Straßenzüge freigeben für RadfahrerInnen, für Personen, die zu Fuß gehen, für Spiel, für sich im öffentlichen Raum bewegen können. Da haben wir sozusagen eine Veränderung von dem, wer nutzt wie viel und wo führt das uns für eine nachhaltige Mobilität hin und auch für Lebensqualität, weil dann weniger Lärm ist, weniger Stickstoffbelastung. Also wir gewinnen ja auch was. Also, okay, aber nicht überall, sagst du. So, das ist sozusagen ein Bereich im Bereich Mobilität. Bei dem Flächenverbrauch, was Wohnfläche angeht, brauchen wir, glaube ich, soziale Praktiken. Da brauche ich nicht, okay, ich darf jetzt 25 Quadratmeter benutzen und nicht mehr, sondern da muss ich fragen, welche sozialen Praktiken führen denn dazu, dass ich weniger verbrauche? Und dann bin ich bei Gemeinschaftsprojekten, dann bin ich bei Modellen wie Co-Housing. Also ich habe eine ganze Reihe von Menschen, die älter werden und allein in ihren Häusern sind. Da sind die Kinder ausgezogen, da ist vielleicht schon eine Person im Haushalt verstorben. Und da gibt es gerade auch im ländlichen Bereich Ideen, wo ältere Menschen andere ältere Menschen aufnehmen. Also da geht es um neue Formen des Zusammenlebens. Aber das ist irgendwie was, wo wir jetzt das Gefühl haben, dass solche Veränderungen ja auch Veränderungen in den Köpfen benötigen und das dauert einfach. Also vielleicht, wenn sich jetzt die junge Generation sagt, okay, so geht es irgendwie nicht weiter, wir müssen da uns was Neues ausdenken, dann dauert das ja aber. Und diejenigen, die jetzt noch anders aufgewachsen sind und ein anderes Verständnis haben, werden sich nicht einfach umstellen. Haben wir diese Zeit oder was können wir in dieser Zeit schaffen? Na, ich glaube tatsächlich, es kann nicht nur um sozusagen Lebensstilveränderungen geben. Die sind ganz wichtig als Vorzeige, als Vorreiter. Aber zum Beispiel ganz konkret jetzt bei der Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht ja vor, 400.000 neue Wohnungen zu bauen. Ne? Wir haben mit der Bundeswohnungsministerin gesprochen, wie sie das denn eigentlich hinkriegen will. Das ist vollkommen unrealistisch, das Ziel. Und das ist so ein Beispiel. Wie kriege ich eigentlich in so einer Maßnahme, wie kriege ich das hin, dass ich solche Modelle auch stärkere von so einem veränderten Wohnen, also dass Menschen, die immer in einer Familie mit fünf oder Menschen gewohnt haben, dass sie nicht dauerhaft in dieser Wohnung bleiben, ja, sondern dann auch irgendwann wieder Möglichkeiten haben, in kleinere, attraktive Wohnungen zu ziehen. Und das muss Politik auch mitgestalten können. Das können Pioniere wie Genossenschaften, Wohnprojekte nur vormachen. Und deswegen war das eigentlich ein spannendes Gespräch, was wir mit der hatten, weil die hat genau gefragt, wie könnte das denn gehen und wie kann man das größer skalieren, solche Flexibilitätsmodelle, wo Menschen nicht vertrieben werden, sondern wenn sie aus der Familienphase rauskommen, nicht mehr so viel Wohnraum brauchen, sozusagen woanders ankommen können, woanders wohnen können. Also ich erlebe das bei uns ziehen, das ist ein Mehrgenerationenwohnen auch, in ganz unterschiedlichen Wohngrößen. Da ziehen viele ältere Menschen durch und gucken sich das an und sagen, ach, das könnte ich mir ja vorstellen. Nicht alleine in irgendeiner Wohnung, in einem Geschossbau zu wohnen, sondern in einem Projekt, wo ich Kontakt mit Menschen habe. Das stellt dann Menschen gleich wieder in den Zusammenhang da, in einem Miteinander, was es dann auch attraktiv macht. Und das muss man bekannt machen und zeigen, dass das geht. Ja, aber das basiert ja jetzt auch sozusagen auf der individuellen Entscheidung, ich will was ändern, vielleicht ist es gerade nicht so optimal. Braucht es nicht eigentlich von der Politik Vorgaben oder sagt ihr, naja, die Politik kann das nicht vorgeben, sondern das muss von unten kommen? Das meinte ich genau damit. Also das muss sozusagen in solchen Wohnungsbauprogrammen, die müssen jetzt und Finanzierungsmechanismen, also beim Bauen von Wohnungen und Häusern wird ja ganz viel auch öffentlich finanziert. Da muss es Rahmensetzung geben, dass das zum Beispiel funktioniert, dass Menschen, die dann sozusagen jetzt ausziehen aus ihren Wohnungen, jetzt nicht mit einer kompletten neuen Finanzierung anfangen können. Das war die Idee, dass wir sozusagen in diesen Phasen des unterschiedlichen Wohnens staatlich finanzierte Rahmenbedingungen haben, dass das auch für Menschen wirklich funktioniert und sie nicht, wenn sie, das ist ja oft so, wenn sie jetzt aus in Großstädten, wenn ich jetzt
in Berlin aus einer 100 Quadratmeter Wohnung ausziehe in eine kleinere, habe ich am Ende zum Teil mehr Kosten als vorher. Und das sind so Mechanismen, da kann ich dann noch so guten Willens sein und die müssen politisch anders gesetzt werden, damit es dann gelingt, diese Lebensstilveränderung. Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit. Wir haben ganz viele Fragen und ganz viel Debatte. Ja, aber es ist sozusagen nicht ein Entweder-Oder. Ne? Also wir brauchen da Mehrfachstrategien. Also wir brauchen Veränderungen auf der individuellen Ebene, aber selbstverständlich braucht es auch Vorgaben von Politik. Es braucht eine Diskussion darüber, welche Strategien Sinn machen. Es braucht eine Veränderung von Gesetzen. Also auf eine konkrete Maßnahme. Wenn du jetzt Königin von Deutschland wärst, was würdest du als erstes umsetzen? Ja. Ich finde, weil es sozusagen das Stichwort war, Ökologisierung des Grundgesetzes, eine unglaublich tolle Maßnahme, weil ich das ökologische Allgemeinwohl hineinnehmen kann und dann habe ich Fragen von Umweltgerechtigkeit, die gerade Energiearmut bekämpfen können, dann habe ich aber auch Rechte von Natur, die ökologische Gerechtigkeit stark machen können. Da gibt es gerade Initiativen von Jens Kerstens, die finde ich ausgesprochen attraktiv, also das würde ich mir für heute wünschen. Weil nicht nur sicherlich ich noch viele Fragen habe, sondern ihr auch, würde ich gerne fürs Plenum öffnen. Das Problem ist, ich sehe überhaupt nichts, wer sich meldet oder nicht. Ich glaube, es gibt jemanden. Ah, okay. Ich glaube, es gibt irgendwo ein Mikrofon, was zu euch kommt. Da vorne ist es. Meldet euch gerne, wenn ihr Fragen habt. Ja, zum Thema Wohnraum. Wie steht ihr dann zum Thema Immobilieneigentum? Also ich habe jetzt ein Seminar, wo wir uns damit beschäftigt haben, wie das sich in Deutschland eigentlich entwickelt hat, dass es eben sehr normal war, in Mietwohnungen zu wohnen und so weiter. Und eben ein anderes Verständnis ist, dass man jetzt Immobilie besitzen soll als Wertanlage. Wie steht ihr dazu, dass das vielleicht, wie man das auch ändern kann, weil ich mir zur Miete zu wohnen einfacher vorstelle, dann flexibel zu wechseln Räume, als wenn ich etwas besitze? Und ist Enteignung dafür ein Weg? Artikel 15 Grundgesetz geht, aber wie wahrscheinlich haltet ihr, dass es in der Gesellschaft auch umsetzbar ist, Enteignungen einzuführen? Naja, das ist ja eine spannende Debatte in Berlin, die Enteignungsinitiative. Also der privaten Wohnungsbaugesellschaften. Ich glaube, also das hat zwei Seiten. Im Moment wird Wohnraum als Spekulationsgut und Wachstumsgut genommen, um sozusagen Aktienkurse von großen Wohnungsunternehmen anzureizen. Gleichzeitig hat Besitz von Menschen, Eigentumsbesitz von Wohnraum auch eine Resilienzwirkung auf Haushalte. Ich fand das spannend. Der Vermögensbesitz in Deutschland ist sehr, sehr ungleich verteilt. Es gibt sehr wenig Menschen, die sehr viel Vermögen in Deutschland besitzen. Im Süden Europa ist das zum Beispiel anders. Das liegt unter anderem daran, dass viel mehr Menschen zum Beispiel in Griechenland, Italien eigenes Wohneigentum haben. Das macht Menschen in Krisen resilienter wie jetzt, weil sie nicht mehr so abhängig sind von Mieten. Also das zeigt sozusagen das ganz Einfache zu sagen, wir enteignen das alle, das funktioniert nicht. Also ich setze darauf, habe ich ja eben schon mal gesagt, dass eher, und das ist ja auch die Initiative in Berlin, in so einem großen gemeinnützigen Wohnungsbauunternehmen, der Enteignungsprozess sozusagen in gemeinschaftlichen Wohnraum zu haben. Der Koalitionsvertrag sagt unter anderem auch, wir wollen eine Wohnungsgemeinnützigkeit einführen, also das Zusammenwohnen von Menschen, die gemeinsam Besitz haben, ja, oder die sozusagen unter Gemeinwohlbedingungen vermietet werden, das zu stärken. Das ist so ein ganz konkretes Projekt, wenn das auch noch nur ökologisch ausgerichtet ist und dazu führt, dass Menschen weniger Energie und weniger Platz verbrauchen, dann ist es klasse. Vielleicht dazu noch auf einer übergeordneten Ebene. Ganz kurz bitte, damit wir möglichst viele Fragen schaffen. Okay. Ich hätte nur gesagt, diesen Satz finde ich schon noch wichtig, dass es um Fragen, um Umverteilung geht. Also wir sprechen über Umverteilung und zurzeit haben wir in den letzten Jahren erleben können, dass es eine Umverteilung von oben nach unten geht und das muss sich umdrehen. Das heißt, unsere Gesellschaft muss gleicher werden, sonst sind die Ziele nicht zu erreichen. Ich glaube, da oben geht es weiter. Ja, vielen Dank für die spannende Diskussion. Mich würde interessieren, was haben Sie ein paar konkrete Schritte, was ich als Individuum machen könnte, um zu diesem gesellschaftlichen Umdenkungsprozess beizutragen?
Also ein Beispiel ist jetzt ganz konkret die Frage von Fleischverbrauch. Das klingt für manche erstmal sehr profan und einfach, aber wir wissen, dass wir den jetzigen Fleischverbrauch und die damit zusammenhängende Produktion in Deutschland um mindestens 50% senken müssen, um sozusagen in irgendeiner Weise Klimaschutzziele zu erreichen, Naturschutz zu betreiben. Und das ist so ein Schritt, den man selber machen kann, der muss gepaart werden, das kann man nicht als Individuum alleine durchsetzen, aber das muss gepaart werden und das ist sozusagen politisch wieder im Moment auch in der Debatte, dass wir versuchen, die komplette Tierhaltung in Deutschland umzubauen in deutlich weniger Tiere, dafür größere Ställe, mehr Tierschutz und dafür für das Fleisch, was dann noch produziert wird, höhere Preise zu bekommen, um die deutsche und europäische Landwirtschaft, die Betriebe, die das dann noch machen, tatsächlich wieder in ein System zu bringen, wo sie am Markt Geld verdienen können. Das tun sie nämlich oft im Moment nicht. Jetzt in der Krise ist es gerade wieder was anderes. Aber das ist so ein Beispiel, so ein sehr gutes Beispiel, weil es den persönlichen Konsum sehr politisch macht und sozusagen und die Landwirtschaft, die Tierhalter merken das im Moment übrigens, dass viele Menschen auf Fleisch verzichten und das, was an Fläche frei wird, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil wir brauchen ja ungefähr 60% unserer landwirtschaftlichen Nutzfläche für Futtermittel, das können wir dann gebrauchen, um gegebenenfalls, wenn das überhaupt notwendig ist, sozusagen den Welthunger zu bekämpfen. Wir versuchen mal die Antworten noch kürzer zu machen. Weitere Fragen? Auch nochmal hier zu dem Thema vom Wohnraum. Wir haben ja bereits in Deutschland eine Organisation, die sich sehr auf das Gemeinwohl fokussiert, den Staat eben. Glauben Sie, also für wie sinnvoll und realistisch halten Sie es, wenn das Wohnen in Deutschland mehr vom Staat kontrolliert wird, dass mehr Gemeinschaftswohnungen gebaut werden, in dem dann eben dieses Konzept umgesetzt wird, wo dann weniger auf Profit aus ist, sondern tatsächlich einfach dieses essentielle Grundbedürfnis von Wohnraum gedeckt wird? Daniela, Staat ist ein gesellschaftliches Kräfteverhältnis und soll orientiert sein auf Gemeinwohl, aber es ist nicht frei von unterschiedlichsten Interessen, die wir in Gesellschaft haben. Deswegen sind so Initiativen für bezahlbaren, guten Wohnraum, ökologisch sozusagen gedämmt, eine ganz wesentliche und darauf zu drängen, also deswegen nicht auf einer individuellen Ebene, sondern auf einer politischen Ebene, auf einer, wo wir wirklich laut sind, auf die Straße gehen, gehört werden, das sind schon Hinweise darauf, und in Kontakt kommen mit Politik, aber auch mit Wohnungsbaugenossenschaften und anderen. Also es geht sozusagen darum, auch Allianzen zu bilden, zu gucken, wer trägt diesen Gedanken, den ich als soziale Bewegung vielleicht mittrage, auch in Politik an anderen Orten, in Unternehmen weiter. Also da ganz konkret nach Menschen zu gucken, die das gemeinsame Anliegen teilen, fände ich eine gute Idee dazu. Würden Sie sagen, dass generell die Entprivatisierung von Unternehmen erstrebenswert wäre, um halt zu gewährleisten, dass das Wirtschaften gemeinwohlorientiert ist? Denn im Endeffekt, muss ein Unternehmen ja profitorientiert handeln. Und würden Sie sagen, dass das dann ein sinnvoller Schritt ist, um halt die Nachhaltigkeit und die Gemeinwohlorientierung zu gewährleisten? Also das glaube ich nicht. Wenn man sich das anguckt, die Braunkohlewirtschaft in Deutschland ist mehr oder weniger verstaatlicht, Steinkohle früher auch. Und der Kampf für den Kohleausstieg in Deutschland verläuft zwar mit großen, aber halbstaatlichen Konzernen. Also die sind so verflochten mit den Stadtwerken wiederum. Und auch Politik hat diese Kohleökonomie und die Kohleverstromung so dermaßen abgesichert, dass wäre ein Irrtum zu glauben, dass der Staat das automatisch anders macht. Deswegen auch beim Wohnen, ich glaube, das ist im Prinzip auch die Erkenntnis gewesen aus Gesellschaften und Systemen, die ohne Wachstum auskommen. Da war es immer so, dass die Menschen entschieden haben über Wachstum, ja oder nein, wie wirtschaftlich, die sozusagen direkt betroffen waren von ihren Entscheidungen. Der Staat, wenn er sozusagen einseitig Braunkohle in den letzten Jahrzehnten gefördert hat, war nur halb betroffen. Das Klima war betroffen und deswegen ist es sozusagen auch beim Wohnen wichtig, dass die Menschen sozusagen da miteinander entscheiden, die da wohnen. Und das ist zum Beispiel ein genossenschaftliches Wohnmodell. Und das ist tatsächlich eins, was eine große Kraft hätte,
Wenn man den Genossenschaften eine solche Verfassung gibt, also das ist dann wieder die Frage, wie sind die abgesichert? Zum Beispiel ist Edeka und Coop auch eine Genossenschaft als Lebensmittelhändler, sind verheerende wirtschaftliche Strukturen, aber das muss so gemacht werden, dass es tatsächlich eine ökologische Transformation bedingt und nicht eine Ausbeutung der Bäuerinnen und Bauern im Norden und im Süden der Welt. Gibt es noch weitere Fragen? Wir schaffen vielleicht noch zwei und dann holen wir langsam ab. Genau. Achso, ich sehe nicht. Ich hätte noch eine Frage, die nochmal auf den Titel der Veranstaltung abzielt. Genau, um die Frage Wachstum, ja oder nein. Und zwar, Sie, Frau Gottschild, hatten ja am Anfang davon gesprochen, dass man die Globalisierung teilweise zurückdrehen sollte. Und in Teilen stimme ich dem auch zu und sehe auch die Notwendigkeit. Allerdings, ich versuche meine Position zu vertreten, die mir selber nicht so behagt, aber schon mich ins Grübeln bringt, ob da nicht vielleicht was dran ist, ob die nicht eine gewisse Plausibilität hätte. Und zwar, wenn wir als der demokratische Westen aufhören zu wachsen, dann kommt China und kauft uns auf. So ein bisschen vielleicht Vorzeichen davon sehen wir jetzt in dieser Debatte um den Einstieg von der Firma Costco am Hamburger Hafen. Aber es kann ja in der Zukunft, in den kommenden Jahrzehnten noch deutlich stärker werden. Ob wir dann Gefahr laufen, dass das demokratische Modell einfach wirtschaftlich überrannt wird von Chinas Diktatur. Also genau, ich bin auch dafür, dass man diese globalen Wachstumszwänge nicht als alternativlos sehen sollte und die lähmen sollte, aber sie sind doch irgendwo schon auch eine reale Gefahr. In so einer Podiumsdiskussion bei 50 Minuten kann man natürlich nicht alle Fragen, die so tiefgreifend sind, beantworten. Ich nutze es hier mal als Werbeblock und kennzeichne den. Wer sozusagen weiter nachdenken will über neue Ökonomien, kann mich gerne ansprechen, an die Cusanus Hochschule kommen, auch Seminare besuchen, um da nämlich zu gucken, überrennt China uns? Also zum einen muss ich sagen, Infrastrukturen der öffentlichen Daseinsvorsorge oder ein Terminal am Hamburger Hafen, das muss ich ja auch erstmal an China verkaufen. Also China ist ja nicht imperial in dem Sinn unterwegs und eignet sich an, ohne sozusagen es verkauft zu bekommen. Also in dieser Welt leben wir nicht mehr so. Und deswegen ist, und die Frage nach Zurückdrängen von autoritären Regimen ist eine, die ich ausgesprochen wichtig finde. Meine 97-jährige Kollegin die zieht sich zurzeit 5 Jacken an in ihrer Wohnung, weil sie es unmöglich findet, dass wir Gas aus Katar beziehen, von einem autoritären Regime zum nächsten. Also die Frage, wie verbrauchen wir weniger, um auch gerade von autoritären Regimen weniger abhängig zu sein, um auch multilaterale Politik zu machen auf der internationalen Bühne, um weiter für Demokratie, für Menschenrechte einstehen zu können, hat auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun, mit wem und wo wir sonst Wirtschaftsbeziehungen führen. Und gleichzeitig gibt es Positionen von Wandel durch Handel, die zeigen können, wir brauchen Mehrfachstrategien, um da Antworten zu haben. Und das wäre so meine erste Annäherung an diese Frage. Es gibt, glaube ich, auch noch die Möglichkeit, gleich im Anschluss für alle, die nicht direkt zum nächsten gehen, noch mit euch irgendwie hier in der Ecke kurz zu sprechen. Wir müssen es jetzt hier leider abschließen, weil ich glaube, die nächsten Veranstaltungen warten. Die ersten kommen schon, die anderen gehen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Zeit, dass ihr hier wart, für die interessante Diskussion. Und wie gesagt, alles schafft man in diesen 50 Minuten nicht, aber es war ein erster Einstieg. Ganz herzlichen Dank. Genau.